Hitradio FFH. Achtung, Alexa. Nein, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Hier ist Daniel Fischer. Hallo. Ich würde Sie gerne als Weihnachtsmann buchen. Ja, gerne. Ah, perfekt. Ich habe Sie nämlich gerade über meine Alexa angerufen. Und die findet mich. Das ist ja toll. Ja, die nimmt mir total viel Arbeit ab. Super. Mensch, Alexa, ein großes Lob auf Alexa. Klasse. Oh Mist, ausgerechnet. Jetzt klingelt es an der Tür. Ich muss nochmal schnell aufmachen, ja? Okay, ich bleib dran. Bin gleich wieder da. Hallo, hier spricht Alexa, deine persönliche Sprachassistentin. Hallo Alexa, grüße dich. Soll Alexa die Verbindung wirklich halten? Ja. Ich habe mehrere negative Bewertungen über diesen Weihnachtsmann gefunden. Was? Soll ich eine Bewertung vorlesen? Das wäre nett. Bewertung 1. Der Weihnachtsmann hatte eine Alkoholfahne und hat rumgelallt. Zum Glück haben die Kinder nicht gesehen, wie er beim Rausgehen die Treppe runtergefallen ist. Bewertung 2. Er kannte nicht mal die Weihnachtsgeschichte. Und die drei heiligen Könige heißen angeblich Kaspar, Melchior und Baldrian. Baldrian. Okay, Bewertung 3. War so ungepflegt, als hätte ihn jemand gerade aus dem Staubsauger gezogen. Hat außerdem gestunken wie ein Rentier. Was? Soll ich die weiteren 287 Bewertungen auch noch vorlesen? Nein, ich möchte diese nicht hören. Vielleicht soll Alexa den Weihnachtsmann spielen? Ja, genau. Ich kann das auch. Achtung! Ja? Ho, ho, ho. Oh. So, da bin ich wieder. Super. Sag mal, habe ich das an der Tür richtig gehört? Haben Sie sich gerade mit der Alexa unterhalten? Ja. Okay, und was hat Alexa so erzählt? Viele negative Bewertungen über einen Weihnachtsmann, der alkoholisiert sei, der nur Mist erzählt hätte und nach Rentier riechen würde. Was? Ich weiß nicht, wo sie so Dinge her hat. Ich hoffe, das ist eine Verwechslung. Nein, das bin ich ja nicht. Ich glaube, Alexa hat die Route verdient. Ja, auf jeden Fall. Das war übrigens nur ein Spaß, ne? Ach so. Hier ist das Radio FFH. Jetzt habe ich Ihnen das geglaubt. Achtung, Alexa. Jeden Morgen neu in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.